Ja, moin moin, willkommen zum neuen Video. Diesmal wird endlich der Kiosho fertig gemacht und ich bin auch nicht alleine. Ich habe Besuch. Hallo. Moin. Das ist einmal Michi, kennt ihr schon aus dem Unboxing von dem Hobby King Monster Truck. Und es ist noch Frank, der ist bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten. Ist auch ein Freund von uns und der in dem Video auf dem Sportplatz, da was ich gemacht habe, da sieht man ihn sein Auto zerlegen. Diesen kleinen süßen grünen Buggy. Ja, egal. Neues Thema, also das eigentliche Thema. Jetzt ist das letzte Teil ja nicht gekommen. Das allerletzte, weil ich war mit meiner Motorhaltung überhaupt nicht zufrieden. Da hätte ich noch so viel machen müssen. Deswegen habe ich mir dieses Conversion Kit noch gekauft, um daraus die Motorhaltung zu benutzen. So, hier ist sie. Ja, die basteln hier halt nur rum jetzt. Die sagen nichts. Was? Nichts. Ja. So. Das ist auch das Conversion Kit, was der Laser letztens gekauft hatte, um seinen Amtsmann Terrier da umzubauen. So, und ja, die Akkuhaltung finde ich ziemlich beschissen. Ich habe ja auch eine, die richtig original verbaut, deswegen brauche ich die auch gar nicht. Aber ich kann die Mundhaltung benutzen und ich kann das Ritzel erstmal benutzen. Andere Ritzel habe ich noch nicht. So, was ist denn das Ritzel? Davon schon mal gehabt. Na, hier. 12 Zähne hat das. Gut. Das kommt jetzt noch in mein schönes Auto rein. Michi repariert gerade seinen Sabertooth, der wieder völlig zerstört ist. Nein, der hält was aus. Ich habe auch gerade einen schwarzen Spoiler. So. Ich finde das. Kartenweise, ich gebe euch mal ein Update zwischendurch. Jetzt kommt erstmal das Mitteldiff raus, weil die Motorhaltung ersetzt ja einen Teil des Mitteldiff-Halter. Und dann, ja, bis gleich. So, jetzt kommt ein kleines Update. Motorhaltung dran, Ritzel dran. Wollen wir gleich mal gucken, wie ich das verbaue, wie das so passt. Jetzt müsst ihr gucken, ob das mit dem Lager hier genau passt. Jawohl. Könnt ihr das sehen? So, das Ritzel muss weiter rein. Gut. Dann kommt jetzt wieder ein kleiner Cut und dann geht's weiter. So, Motor ist eingebaut. Genau, die Hochzeit. Ja, das fällt mir sehr gut. Dann sieht man auch, guckt euch mal an, wie lang das Ding ist, Alter, heftig, ne? Schon krass. Ja. Der abgeht. Ja, der Motorregler ist so groß wie das ganze Auto. Ja. So. Mal alles zusammen anschließen und dann mal gucken, ob er dann auch läuft. Toll. Ich habe meine Akkus ja nicht hier. Ich habe nur einen Akku hier. Habe ich ja bei der Silver AC vergessen, meine Akkus. Ich Idiot. Ja, ich habe meine gerade eben rausgenommen aus dem Stand. Ja, super. Naja, aber angehen wird er ja auch mit 1-2S wahrscheinlich, ne? Bestimmt. Ja, nicht, wenn er eine Minimalspannung drin hat. Aber der Regler kann auf jeden Fall 2S. Und der Motor? Wir werden es sehen. Lasst euch überraschen. So, wieder zurück. Ihr glaubt es nicht. Es ist gar nicht mehr derselbe Tag. Michi und Frank sind auch schon längst weg. Hab schon geschlafen. Und es ist der nächste Tag, weil es gab Komplikationen mit dem Motor. Weil das Ding ist so fett. Der hat mit den Kühlrippen hier drauf gelegen. Und der hat ja 4mm Bohren dran und 3mm, also M4 und M3. Und wenn er so ist, dass die Kabel hier oben sind, dann hat er die M4-Dinger dran, dann hätte ich das hier auffräsen müssen, weil hier ist nur ein Loch drin für M3. So, es ging nur so schräg. Wenn das die Anschlüsse hier waren, waren die Kabel nicht lang genug. Zwei Stück waren nicht lang genug. Also, ja, und ich muss den Regler, weil er so groß ist, so hinsetzen. Richtig doof. Naja, und mein Lötkolben hat total versagt, deswegen hat Michi den mitgenommen, hat den, noch eine Kabel umgelötet, weil das so rum hier drauf gelegen gedrückt hat auf die Strebe. Man glaubt es nicht. Und der Motor war auch so fett, dass der die ganze Alterung angehoben hat, sowieso schräg war. Jetzt steht die Alterung auf Unterlegscheiben drauf. Und mich hier mit morgen eben, also es ist ja noch morgens, ich sag euch nicht, wie spät das jetzt ist, habe ich eben vor der Tür gewartet, er ist zur Arbeit gefahren und hat mir den Motor eben wieder vorbeigebracht. Ja, ich eingebaut. So, das passt jetzt wunderbar mit der Kabel da. Da ist nichts dran. Ich habe das Diff höher gesetzt, der Motor liegt nicht mehr auf. So, und jetzt wollen wir doch mal gucken. Ich habe es eben schon ausprobiert, aber ich zeige euch natürlich.
Sind auch schon angelernt. So. Hier meine Fly Sky. Blup. Kann man sehen? Kiyosho. Kiyo steht. Ja. So, ich habe jetzt leider nur einen Akku hier, die anderen sind auf dem Weg. Und das Silber hat sie zu mir geschickt. So, 2,5. Also, das ist nur so ein 12 Kilo Servo irgendwie. Eins von den beiden, die dabei waren. Aber ich finde, das ist schnell genug. Und da kann ich erstmal fahren, auf jeden Fall. So, und jetzt. Eier an die Räder, heftig. Also die müssen auch demnächst neu. Die sind wohl ziemlich verkackt. Ist jetzt nur 2S, hallo. Er läuft. Ich mache nochmal einen Cut hier und mache ihn nochmal komplett dicht mit Karosserie. Und... ach was, so ein Blödsinn. Ich wollte das Auto ja auch so sehen. Ne? So. Gut. Also er wird noch... natürlich noch schöne Empfänger hier untergebracht. Empfänger brauche ich dafür jetzt nicht. Es gibt ja noch von Kiyosho eine, wo dann die Servohalterung mit der Empfängerbox zusammen ist, die dann hier sitzt. Das wusste ich noch nicht wegen der Karosserie, ob das Sinn macht. Die Karosserie, die ich dafür habe, darüber reicht. Das wird eventuell noch nachgerüstet. Der Empfänger kann aber erstmal so aufs Chassis hier irgendwie daneben gemacht werden, weil ist ja sowieso kein Waterproof-System. Das ist vielleicht ein bisschen geschützter Regler hier, aber der Rest ist ja, das ist ja, also keine Ahnung, also es macht keinen Sinn, jetzt eine Empfängerbox irgendwo zu quetschen, für mich. Deswegen mit dem Finger erstmal so aufs Chassis. Ja, und ihr seht, er ist komplett aufgebaut wieder. So, der kriegt, muss noch andere Dämpfer kriegen. Ich will da Big Boy Dämpfer drauf haben, die sind so, und ich verstehe auch nicht, warum die gleich langen Dämpfer haben. Die sind vorne und hinten gleich lang. Da muss man ja gucken, wie in Position und sowas, dass der Wagen nicht vorne hochsteht, wenn man die genau gleich anbringt. Weil auch der Dämpferbrücke ja hier auch kleiner ist. Steht also, wenn man so guckt, ist ja hinten ganz schön weiter, irgendwie weiter ausgeführt, also vorne weiter ausgeführt als hinten, weiß ich nicht mehr. So, Stabi ist aufgebaut, alles was kaputt war, ist irgendwie ausgetauscht worden. Alustreben habe ich noch nicht eingebaut, da bin ich nur am Rumpfeilen. Ja. Originale Kiyosho Akkuhalterung drin, vom VE. Der S-Run-Regler, man sieht wie fett der ist, der reicht fast bis nach hinten. Der Schalter muss noch irgendwie was anderes machen, das ist ein bisschen doof. Ja, der dicke Orion Motor. Der Vortex MR8L 2100 kV. Der hat fast 3 PS, der Motor. 2,7 oder 8 irgendwas. Ja, 4 Poler. Der wird ordentlich Dampf liefern. Ja, bin glücklich. Ich hoffe, dass dem bald eine Ausfahrt kommt zu dem Auto. Und das Wetter ein bisschen doof hier. Wir haben gestern zumindest. Jetzt am Wochenende habe ich auch Besuch hier. Also ich werde da nicht fahren können. Aber naja. So, Karo drauf. Die schöne Abzima-Karosserie. Die übrig. Also ich habe jetzt nochmal verglichen, weil ich halt wollte, in den Pro-Line Bulldog haben wollte, die Mick ja hat. Also das Silver AC, Entschuldigung. Und die sehen sich fast gleich aus. Das ist die aktuelle Bulldog. Die hat hier so eine Hutze drinne. Das heißt, die Karo hat bei ihm sind hier drinne versetzt, was ein bisschen doof ist wegen Pins anbringen und sowas. Ist aber sowieso alles rausgerissen bei ihm jetzt. Und ich bin der Meinung, als ich geguckt habe, sind die älteren Bulldogs, sind das die gleichen. Das muss eine ältere Bulldog sein. Auch hier mit dem Ausschnitt und sowas. So, also, mal gucken, wie die sie hält. Dann hole ich mir die mal wieder. Die gibt es ja in 4 verschiedene Varianten. 200 die Verbrenner. Und dann gibt's ja, und dann haben wir die Elektro-Karosserie. So, und die sind ja jedes Mal hier zu. Also kann man die ja für auch auf Elektro benutzen. Und ja, finde ich geil. Also, denke mal, wenn die Saber-Tool-Karosserie von Michi kaputt ist, dann würde sich wahrscheinlich auch die hier mal kaufen. Gehe ich von aus in einer Farbe. Ja, ist ja egal. So. Nehmen wir mal Halterung raus. Da ist er. Fertig. Kiyosho Inferno. Es chillt. Ja. Hab's geschafft. Hat etwas länger gedauert. Ich konnte es nicht in einem Video machen. Aber man hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Ja. Ah.
Ja, bin gespannt, wie er fährt. Wird sicherlich gut abgehen. Ist auch noch ein bisschen schick gemacht und ja, dann. Also, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Und mal sehen, was noch also auf euch zukommt, was ich noch alles so vorhabe. Also bis dann, haut rein und ja, guten Morgen, muss ich eigentlich sagen. Nicht tschüss.